Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sky Heaven hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier gerade nichts, weil oder das Nichts bewegen, weil wir noch im Moment der Pause sind. Aber ich möchte natürlich jetzt hier das Problem auflösen, welches hier für diese Staus sorgt. So, und dann ist eigentlich hier, sollte hier kein Stau mehr entstehen, beziehungsweise sollte dieses... Wenn hier ein Flugzeug ist, dass der hier wartet, dass das Flugzeug hier lang fährt, dass das nicht passieren soll. So. Ich weiß nicht, ob da hier an der Kreuzung jetzt der nächste Haken entsteht. Nee, entsteht nicht. Okay, gut. Huge. So, das erstmal zu dem. So, Flugzeuglimit erreicht. Jetzt müssen wir mal ein paar abheben lassen hier, die hier in der Warteschleife stehen. Und vielleicht eventuell machen wir es auch so, dass wir eine Lande- und eine Startbahn haben, die dann halt eben die einen Bus für den Start und die andere für die Landung, damit wir einen höheren Durchsatz haben. Aber das kommt vielleicht bei Gelegenheit dazu. So, wir sind mit Geschwindigkeit 1 unterwegs. Das ist erstmal ganz gut. Die Forschung läuft. Wir forschen gerade daran, dass wir Trolleys für die Barrels haben, was uns dann einen Produktivitäts- und Performance-Boost gibt bei der Kraftstoffversorgung. Wir müssen auch zusehen, dass wir die hier vorne jetzt demnächst wegkriegen, weil wenn das nächste Jahr um ist oder der nächste Tag um ist, dann sind wir schon im Jahr 1918. Das heißt, wir wären dann schon hier und dann müssen wir natürlich dann gucken, dass wir auch hier in allen anderen Bereichen, die es dort gibt, wie zum Beispiel hier die Flugplanung und die Büromöbel, die haben wir glaube ich schon, aber dass wir das beides dann auch erforscht kriegen, damit wir dann immer mit der Zeit gehen können und auch bei der Zeit oder in der Zeit bleiben. Nicht, dass wir da irgendeinen Rückstand erleiden und nachher unsere, okay, das ist jetzt aber auch interessant. Warum fährt er bis dahin? Na, ist auch egal. So, muss ich nicht alles verstehen, ist halt so, vielleicht will jetzt der nächste irgendwie nicht losfahren, weil ich die Straße jetzt weggerissen habe. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man Ampeln setzen kann oder so. Aber, ja. So, dann geht's mal dahin. So, was ist denn mit dir hier? Willst du nicht? Baum ab. So, wunderbar. Zack. Richtig gleich hinterher. Ich glaube, der parkt auch ein bisschen blöd hier. Den geben wir dann auch mal das Signal, dass er gleich losstarten kann. Zack, und da ist er weg. So, müssen wir gucken, welche denn von den Kameraden hier immer stehen. Damit wir die vielleicht losjagen können. Damit da kein Blödsinn passiert. Gut, okay, dann ziehen wir mal ein bisschen an der Zeit hier, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Da ist wieder ein Flugzeug gelandet. So, so, so. Okay. Da ist jetzt die Forschung fertig. Und da müssen wir natürlich hier weiter forschen. Und dann gehen wir natürlich jetzt erstmal auf Büroarbeit war es. Die Büromöbel wollen wir erforschen, damit es dann hier ein bisschen mehr Boost gibt. So, und ein bisschen schneller die Forschung vorangeht. So, was ist denn nur hier los? Wer ist denn jetzt hier derjenige, welche, der hier alles auffällt? Oder der hier nichts mehr auffällt? Hm? Irgendeiner muss doch jetzt da losfahren wollen. Irgendwie sieht das komisch aus hier. Na gut. So, den nehmen wir natürlich auch an. Der bringt 500 ein. So, jetzt warten sie alle, dass der landet, ne? Zip, jetzt ist er gelandet. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ab aufs Flugfeld mit ihm. Das ist der steht, ne? Der. Mal anklicken. Keine Ahnung, ob das hilft. Ich wüsste es nicht, ich mach's einfach mal. Ah ja, jetzt sieht es erstmal wieder so aus, als wenn sich das jetzt eingereiht hat hier. Gut, okay. Das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, dann gucken wir mal. Der Kraftstoffbestand ist sehr gering. Das heißt, wir müssen da nochmal hin und müssen nochmal ein bisschen Kraftstoff besorgen. Moment, da muss ich das mal wegklicken hier. Obwohl, warte mal, ich muss mir hier einen Flug annehmen. Den nehmen wir an. Den nehmen wir an. Und den nehmen wir an. So, dann klicken wir das mal ganz kurz beiseite hier. Oder so. Gut, neuer Vertrag. Ich möchte sofort 6000 Liter haben. Bring mal her, ich habe nämlich gar nichts mehr. Ich mache mal gleich noch einen Vertrag. Komm, nochmal 6000 Liter her hier. Waren habe ich auch nicht mehr allzu viele. Da kriege ich aber um 0 Uhr welche. So, jetzt ist sowieso Schluss. Jetzt ist Nacht. Okay, jetzt ist wieder das nächste erforscht worden.
Da können wir dann natürlich hingehen und nehmen wir die Flugplanung jetzt dazu, dass wir sozusagen demnächst auch Luftlinien und Verträge abschließen können mit Luftfahrtunternehmen. So. Gut. Willst du nicht rausfliegen? Doch, du willst rausfliegen. Okay. So. Nicht genügend Fuel im Speicher. Nächste Lieferung. Ja, weiter. Ja. Cargo haben wir auch nicht genug. Das ist natürlich jetzt so schade, dass wir nicht genug Cargo haben. Aber 0 Uhr kriegen wir Cargo. Da weiß ich jetzt nicht, ob das denn ausreicht mit den Fliegern, ob die denn eventuell dann noch das Cargo haben wollen oder nicht. Okay. Ich weiß nicht, kann ich ad hoc Cargo kriegen irgendwo? Cargo-Verwaltung öffnen? Glaube nämlich nicht. Das Einzige, wo ich ad hoc Cargo kriegen könnte, ist, wenn ich so ein Cargo-Facility-Ding bauen würde. Ein Frachtlager, Treibstofflager, haben wir nicht ein großes Frachtlager schon? Also wenn ich so eins hier denn da hinstellen würde, dann hätte ich nämlich instant 50 Cargo und könnte hier nochmal ein Fahrzeug kaufen, noch ein Fahrzeug kaufen und sagt, verbinde dich mit allen. So, und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Cargo und dann könnte ich noch einen Cargo-Vertrag abschließen. Theoretisch. Eigentlich könnte ich nur noch einen machen, ne? Könnte ich nur einen 50er... Naja, wohl, dann können sie es nicht anliefern, ich muss bezahlen, ist auch doof. Aber gut, das ist natürlich auch ein teures Art und Weise, sich Cargo zu beschaffen, würde ich sagen. Sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. So, was haben wir hier Schönes? Achso, verwerfen. Das sind die Nachrichten, die da oben mal kommen. Gut, dann lassen wir weiterlaufen. Jetzt müsste ja Cargo da sein und der Cargo quasi auch abgeliefert werden. Und dann müssten die Flieger auch fertig werden. Und dann müsste hier natürlich auch das Geld einlaufen. Das ist das Coole an der Sache. Und dann fährt der nächste los. Und dann ist unser Flughafen für heute sozusagen durch. Der Tag ist beendet. Die Forschung läuft auf Hochtouren. Die arbeiten auch nachts. Das ist schon mal ganz gut. Ich denke mal, wir werden auch demnächst ein zweites Büro noch dazu nehmen. Glaube ich, kann es ja momentan leisten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, dass wir immer sehen, ne? Also ob wir jetzt hier in den absoluten Konkurs gehen oder nicht. So, dann öffnen wir das Labor. Flugplanung haben wir. Büromöbel haben wir auch. Dann gehen wir auf die Flugservices. Verbesserte Ladedocks. Die habe ich noch gar nicht. Ah, da ist dann auch das Luftfrachtlager, das große dabei. Welches mehr Kapazität hat. Alles klar. Na gut, dann wollen wir das doch mal erforschen. Und die Luftkontrolle ist natürlich auch wichtig. Wegen der Anzahl der Flieger, die wir auf unserem Flughafen sozusagen dann haben dürfen. Wir müssen mal gucken, ob hier ein Stück rausreißen, da noch ein so ein Pad und hier noch ein paar Pads hingehen. Aber eins müsste sich hier endlich noch ausgehen. Das probieren wir jetzt einfach mal aus hier. Oh, das ganze Pad wollte ich nicht wegreißen. Das war dumm. Da geht sich genau noch eins aus. Das ist ja toll. So, und dann machen wir hier nochmal eine Rollbahn von Gras nach da. Und dann ist das nämlich angebunden hier. Und jetzt müssen wir hier einmal überall klicken, dass die alle miteinander verbunden sind. Und dass sie alle eine Verbindung haben. Genauso wie die Tanklager. So, sehr schön. So, dann sind die alle miteinander verbunden. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pads schon. Ich denke, das sollte auch eine ganze Weile aushalten. Gut, jetzt können wir eigentlich sagen, ja, Überschalltempo, gehen wir vorwärts hier. Mal gucken mal noch, ob hier denn die Forschung kommt. Da gehen auch sogar die FPS ganz schön runter, muss man sagen, wenn man jetzt auf Überschall stellt. Obwohl eigentlich nicht viel passiert gerade, ne? Steht ja alles nur dusselig rum. 100 Waren kriegen wir dazu, wir kriegen noch ein bisschen Kraftstoff geliefert. Da werden wir wahrscheinlich demnächst noch mal ein großes Kraftstofflager noch dazu bauen, damit wir dann dort ein bisschen mehr, damit wir da ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Und ich eventuell dann nochmal auch mehr als, also dass ich immer so 20.000, 30.000 Liter einlagern kann. Weil wenn ich hier den Verkauf kriege, das ist schon gar nicht so schlecht. So, 210 fürs Personal. Also wir haben 18.000 Kröten haben wir noch. Die Forschung ist gleich fertig. Dann wird es gleich in die Pause gehen hier. Dann gleich. Jupp. Das haben wir, offenes Labor. Und dann machen wir die Luftkontrolle noch, dass die auch erforscht ist. Und dann können wir nämlich das hier noch machen, hier die Vorfeldservices und so weiter. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dafür alles bauen müssen, damit das dann sauber auch über die Bühne geht. Ziemlich genau um 0 Uhr müsste eigentlich jetzt, müssten hier LKWs ankommen und müssten uns 100 Waren liefern. Ich werde wahrscheinlich noch einen 50er einstellen, der
gegen, ja, der auch noch kommt. Also wir haben jetzt 6 LKWs und 7 Pads, ne? Wir haben auch plus 4 Kraftstoff-LKWs. Da müssen wir vielleicht auch nochmal dran, dass wir denn da 6 auch haben, aber da würde ich sagen, bauen wir eher das Große. Wir haben jetzt hier das Luftfrachtlager in Groß natürlich gekriegt. Das ist schon mal sehr gut. Das hat ein bisschen mehr Kapazität. Tja, das sieht doch anders aus. Okay. Die Frage, ob man das umtauschen möchte. Na, gucken wir mal. Also vielleicht machen wir da mal irgendwann ein neues denn dahin. Es wird ja immer mehr sein. Immer mehr Waren, immer mehr Menschen. Wir kennen ja, wie der Flugverkehr funktioniert. Und gleich kommen hier gleich ein paar LKWs angeschossen, hoffe ich. Die uns dann Luftfracht bringen. Forschung ist auch ganz gut. So, jetzt haben wir es. 23 Uhr. Jetzt, da kommen die LKWs angeflogen. Die fahren nämlich hier jetzt rein und liefern uns Dinge ab. So, und jetzt haben wir den Tagesbericht. Wir haben 14.000 für Konstruktion ausgegeben, wir haben 8.000 für Personal ausgegeben, wir haben 4.000 für Fahrzeuge ausgegeben, Ressourcenversorgung haben wir 10.000 ausgegeben, Straßen, Rollbahn, Gebäude, Boosts haben wir keine genutzt und Terminalobjekte 30 Dollar. Weiß nicht, was das ist, aber haben irgendwas ausgegeben. Also, wir haben Handling von Flugzeugen, haben wir auf jeden Fall 16.800 Einnahmen gehabt. Das heißt, wir haben 17.000 Einnahmen gehabt. Und wenn man jetzt hier die 14.000 abzieht, dann sind wir bei 25.000. Wir tragen uns noch nicht, ne? Also, die Fahrzeuge können wir noch rausrechnen, weil das sind keine Fixkosten. Straße, Rollbahn und Gebäude können wir rausrechnen. Aber wir müssen die 10.000 und die 8.000 nehmen, die wir hier haben. Und da sehen wir, dass wir da auf 18.300 ungefähr kommen, die uns gekostet haben. Terminalobjekte, die 30, die kommen wahrscheinlich auch immer noch dazu. Das ist Miete für die Gebäude wahrscheinlich hier, das ist der Unterhalt. Betriebskosten 13, Betriebskosten 13. Also ein Teil der Gebäudekosten werden wir auch standardmäßig jeden Tag haben. Ist das pro Stunde? Kann pro Stunde sein, ne? Na, wir werden sehen. Also, noch tragen wir uns nicht. So. Das muss man dazu sagen. Jetzt haben wir Ressourcenversorgung gekriegt. Einmal für 140, einmal für 200 Dollar. Da will man natürlich beim nächsten Mal dann den Vertrag auch abschließen mit dem anderen. Wieso haben wir bloß 86 im Lager? Ich hätte gedacht, da müssten, oder liefert der noch ab hier? Kann sein, dass er noch abliefert. Ach, hier oben sind schon wieder Nachrichten angekommen. New Contract Available Companies Royal. Okay, verwerfen, verwerfen. Wir haben nämlich jetzt die Forschung fertig. Ich denke, es ist gerade eine Pause. Ich wundere mich gerade, dass die Dings nicht da sind. So, öffnen das Labor. So, nach oben und unten geht hier nichts, ne? Also das ist jetzt sozusagen sowieso das höchste der Gefühle hier. Wir könnten jetzt die fortgeschrittene Busfahrerschulung machen. Das gibt dann neue Fahrzeuge. Oder wir könnten dann einen Vorfeldservice machen. Hölzernes Vorfeldgebäude, Ramp-Service und einen Servicewagen gibt das. Dann kann man Service anbieten. Also dann werden die Flugzeuge repariert von uns. Und das können wir ja einfach mal machen. Weil dann haben wir einen Dienst mehr, den wir an allen Flugzeugen anbieten können. Und das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn das denn bezahlt wird. So, gut, weiter geht's. So, 139 Fracht haben wir. Und ach so, wir können, ach so, Moment, ja. Wir haben jetzt den hölzernen Kontrollturm. Maximale Vorgänge 1. Hölzerner Kontrollturm zur Überwachung von Flug- und Landeverkehr. Maximale Landung 10 am Morgen. Tag 1 und 10, Evening 1 und 10. Also du kannst also quasi immer sowas einstellen. Kostet 700, Betriebskosten 6. Ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt einbauen soll oder nicht. Es hat wahrscheinlich hier drauf ein bisschen einen Einfluss und da sieht man natürlich auch schon, dass wir da vielleicht eventuell mal ein bisschen was einplanen sollten, aber wir müssen mal gucken. Ich würde ihn jetzt noch nicht bauen wollen. So, das muss ich dazu sagen. Also ich würde es jetzt erstmal noch nicht machen wollen und hier haben wir die Verträge, die wir dann abschließen können mit Fluggesellschaften. Da müssen wir auch noch mal gucken, ob wir das jetzt direkt machen wollen oder erstmal noch einen Tag uns mit den Flügen, die wir hier haben, über Wasser halten und dann gucken, ob wir im Linienverkehr mehr Geld machen. Ich denke, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn wir denn vielleicht eventuell 4 oder 5 von diesen Dingern hier für Linienverkehr freigeben und dann 2 für Landung nehmen, die dann immer so um die 500 einbringen, weil sie uns ordentlich Kraftstoff und Ähnliches abnehmen. Das kann natürlich ist eine strategische Überlegung, das kriegen wir mal hin. So, Arbeitsablaufpunkte insgesamt haben wir 236 mit Arbeitsablauf Punkten 25, Forschungspunkte 211. Aha, hier gehen jedes Mal immer Arbeitsabschlusspunkte, glaube ich, mit Flöten, ne? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. Irgendwie war das so. Es ist schon mal schön, dass es auch ein Autosave gibt.
haben auch gerade gelesen. Gut, ja, nachts passiert nicht viel, nachts ist kälter als draußen oder es ist manchmal auch einfach nur dunkler als der Mond. Passiert ist, ja, kennen wir ja, ne? So, ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich, wenn ich jetzt hier das Ganze vorspulen mache, ob das denn bloß so weit vorspult, wie die nächste Zeit ist oder ob das denn komplett den ganzen Tag vorspult. Und ich will es eigentlich nicht riskieren, dass ich hier Forschungszeit verliere. Denn ich finde es ganz cool, dass in der Nacht auch durchgeforscht wird. Sehr schön. Der Vorfeldservice ist nämlich gleich da. Und den würde ich wirklich schon ganz gerne anbieten. Das muss ich sagen. So. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir den anbieten. So, der Vorfeldservice. Kleine hölzerne Werkstatt, die einfach auf Flugzeuge, Flugkontrolle und Wartung. So. Die kann ich die jetzt einfach da draufsetzen? Oder muss ich, wo muss ich die denn dran setzen? In einer normalen Straße, ne? Ja. Und leuchtet das da so blau, weil ich da nichts reinbauen kann. So, und da würde ich dann sagen, dann nehmen wir hier mal einen Ram-Service. Den geben wir natürlich dann noch ein Fahrzeug mit. Kaufen wir gleich noch eins und dann verbinden wir das einmal mit allen. Und dann gucken wir mal, wie das angenommen wird. Und wenn dann hier der Ram-Service sozusagen gut läuft, dann machen wir dann noch ein zweites Gebäude an dem, am morgigen Tag dran. So, und jetzt müssen wir natürlich die Forschung machen und... Was haben wir denn da Schönes? Bodenkomfort für die Passagiere. Das bringt mir frühes Flughafengebäude. Parkplätze 4. Achso, das gibt den Personenverkehr. Oder mehr Leute im Personenverkehr. Hier haben wir noch die Winch für die Produktivität quasi. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Cuisine Lamps. Was produktiv Boost auf Wooden Ramp Service Building. Productivity Boost. Ach, das ist ein Boost. Ah, okay, das ist ein Boost. Sind das auch Boosts gewesen? Permanent Cargo Transfer Speed Up. Und hier ist ein Boost. Ah, da haben wir einen Boost davor stehen, den wir dann einsetzen können. Okay. Productivity Boost auf Packs Boarding Early Days Airport Station. Mhm. Toolkits. Permanent Ramp Service Speed Up. Okay. Ah, da haben wir einen Boost drauf. Produktivitätsboost, das Paket. Das sind alles nur Boosts hier unten. Will ich die haben? Weiß ich noch nicht. Dann nehme ich eher den Teerbelag. Für die anständige Rollbahn. Das sollte ja dann ja, irgendeinen Bonus bringen. Den sieht man nur nicht. Okay. Und bei Büroarbeiten, was haben wir da? Papierablage, Vertragsverhandlungen. Das ist auch noch zu weit weg. Das kostet noch zu viele Punkte. Fortgeschrittener Bus. Gibt neue Laster. Muss mal gucken. Machen wir das erstmal, dann gucken wir, was da für Laster dabei rauskommt. Vielleicht haben wir da noch was Schönes. So, und ich kann hier einen Boost drauf anwenden. Da, ach, hier unten kann ich. Boost on off kostet 150 für 3 Stunden. Arbeitsplätze frei. Ich weiß noch nicht, wie ich die Arbeitsplätze hier belegt kriege, aber ich glaube, das ist dann der Boost. Wenn ich ihn hier reinhaue, dann habe ich einen. Aha, okay. Gut, ja, brauche ich erstmal nicht, würde ich sagen. Ab geht die Post. Und ja, jetzt kann ich mir eigentlich. Jetzt kann ich auch mal das machen hier. Pause. Okay, der fortgeschrittene Busfahrer ist erforscht. Gut. Dann Bodenkomfort. Forschen. So. Dann kommen wir nämlich auch in den Passagiere oder in den Passagierbereich. So, jetzt müssen jetzt bloß noch ein paar Flugzeuge hier ankommen, ne? Wenn wir jetzt so vielleicht schon Verträge hätten, da kommen noch die ersten Flugzeuganfragen. So. Den nehmen wir auf jeden Fall an. Diesen hier. Guck mal her hier. Moment, wir müssen mal ganz kurz hier mal langsamer machen. Den nehme ich natürlich auch an. Diesen würden wir gerne haben. Den 200er nehme ich jetzt auch erstmal. Ich mache erstmal den Flughafen voll. So. Jetzt kann hier erstmal anständig, können jetzt noch ein paar Flieger hierher kommen. Dann wird das noch ein bisschen was veräußert, verkauft und ähnliches und getankt. Und ich weiß nicht, benötigt Service, also Vorbildservice. Ist noch nicht so unbedingt da, ne? So, nehmen wir den 500er als nächstes. So, nicht mehr überlegt. Nehmen wir den. So, und jetzt können wir ja einen von den großen Aufträgen nach den nächsten nochmal durchnehmen und dann müssen wir bloß da dranbleiben halt, dass das regelmäßig passiert und ein bisschen hier unten den Kraftstoff im Auge behalten, dass wir bei Bedarf, wenn wir wieder 6000 reinstecken können, dass wir dann 6000 nachkaufen. Müssen wir einfach machen. So. Und da hirscht er los. Aber der Vorfeldservice, der ist hier noch nicht so angenommen. Ne? Also ich weiß noch nicht, in welcher Kiste
welcher Service reingehört. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wieder maximale Flugzeuge, ne? Ja. Vielleicht sollte ich doch den Tower bauen, dann kann ich vielleicht ein paar mehr Flugzeuge hier unterlassen. Naja, gut, wenn du sieben Stationen hast. Drei im Anflug. Abflug ist nicht so doll. Naja, gut, okay, wir gucken mal. So, hier passen gleich wieder 6K rein, dann müssen wir gleich den 6K nachkaufen. Die LKWs sind auch ganz gut unterwegs hier, aber der Service wird so gar noch nicht angenommen, ne? Muss man jetzt ehrlich mal sagen. Ich hab nie gesehen, dass den einer braucht hier. Jetzt haben wir 7K, okay, dann können wir jetzt so ein bisschen neuen Vertrag sofort, holen wir mal ein bisschen ein paar Liter Sprit ran. So, damit wir dann genügend Kraftstoff haben für die Flieger, die hier ankommen. So, da haben wir nochmal Kraftstoff und Ware, sehr gut. Was haben wir hier auch nochmal? Kraftstoff und Ware, sehr gut. So. Dann haben wir hier nochmal schön Bodenkomfort. Da ist er erforscht. Müssen wir jetzt mal hier ganz kurz in die Forschung gehen. Öffne das Labor und was machen wir? Ich mache den Teerbelag. Ich mache einfach mal den Teerbelag. Mal gucken, was mir das bringt bei der Forschung. Das werden wir sehen. Aber ich sehe immer noch keinen Vorfeldservice-Tybi hier, ne? Das hat sich noch nicht rumgesprochen, dass wir auch Vorfeldservice machen. Und hier sind Find Ware natürlich mit dabei, das ist natürlich auch sehr gut, ne? Kann man was abheben hier? Fliegt, junge Adler, fliegt! So, wie weit bist du denn noch? Dich behalte ich erstmal noch im Auge hier. Oh, ich würde gerne zwei mitnehmen. Ich würde auch den noch ganz gerne mitnehmen, weil er auch 5 Waren mitnimmt. Sehr schön. Und den hier auch noch ganz gerne. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da mal den falschen schon habe. So, der bringt nämlich Kraftstoff und Waren. Also da werden wir beides immer los. Und wir müssen A, Platz hier für 100 Waren wieder haben und beim Kraftstoff natürlich immer nachkaufen. Das ist klar, aber ja. 600 Liter Kraftstoff. Das ist schon ordentlich viel Zeug, ne, was die da mitnehmen. 600 Einheiten, ich weiß gar nicht, ob es Liter sind, aber es könnte sein. Gut, also wir haben den Tag jetzt erreicht. Wir werden mit diesem Tag jetzt mal einmal noch so durchgehen mit dem normalen und dann werden wir vielleicht versuchen, auch diverse Fluggesellschaften davon zu überzeugen, dass sie bei uns landen können. Ich sehe nämlich noch gar keine Verträge hier und ich weiß auch nicht. Ich glaube, das müsste ich doch hier sehen. Vielleicht hat sich das noch nicht rumgesprochen, dass wir das können. Müssen wir mal gucken. Dass wir dann den Linien- oder den Regelverkehr machen. Wir haben hier einen REM-Service, der irgendwie nicht REM-Service, also der noch nicht genutzt wird. Das finde ich sehr schade. Da weiß ich auch noch nicht, ab wann das so regulär genutzt ist. Vielleicht sind wir da beim Vertrag soweit noch nicht. Den Bodenkomfort haben wir. Dadurch haben wir jetzt hier ein neues Gebäude, ein frühes Flughafengebäude. Das bringt uns was? Ich sehe es nicht. Frühes Flughafengebäude, Gepäck und einen Ausstieg wie ein Bahnhof nur für Flugzeuge. Also ja, Base Delay 3 Minuten, maximale Parkplätze 4. Also das bringt uns dann anscheinend Passagiere mit in das Spiel hinein. Und dann gucken wir mal, wie das dann angenommen wird. Bis denn. Tschüss. Ist das hier? Pro Zeitfenster. Ah, Erhöhung der Stadt- und Landelimits, Verringerung der Stadt- und Landelimits. Ah, interessant. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.